virtuellen Deckung des Internets heraus. Teilweise Rechtsanwaltsgebühren völlig überhöht zu erzielen, Videos im Netz öffentlich sind. Sehen sein Impressum, seine allgemeinen Geschäftsbedingungen aus. Urheberrechtliche Aspekte, Markenrecht, Patentrecht, Gebrauch. Ja, herzlich willkommen und vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Videoblog IT-Recht auf itrecht.tv. Heute mit der Sonderausgabe zum Thema Fastnacht, Karneval und Social Media. Wer die visuellen Ergebnisse, gemeinsame Erlebnisse von Fastnacht über Social Media für die Nachwelt dokumentieren möchte, sollte sich vorher sehr genau mit der Rechtslage vertraut machen, denn wenn es sich nicht um relative Personen der Zeitgeschichte, also sogenannte Prominente, handelt, also um einfache natürliche Personen, hat jeder das Recht am eigenen Bild gemäß § 22 Kunsturhebergesetz. Das bedeutet, dass derjenige, der abgelichtet werden soll, vorher seine Einwilligung geben muss und erst recht, wenn solche Bilder verbreitet werden sollen, beispielsweise also über Facebook, Twitter, Instagram und so weiter. Das heißt, die Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet werden. Jetzt bedeutet das nicht, dass man einen, wie ein Model-Revier oder sowas das unbedingt schriftlich machen muss, was zu Beweiszwecken natürlich sinnvoll ist. Man kann auch konkludent einwilligen. Nur derjenige, der Bilder verbreitet, muss im Konfliktfalle beweisen, dass der Abgebildete mit der Einwilligung einverstanden war. Das heißt, wir haben das Problem dann der Beweislast und jeder kann vorweg entscheiden, ob, wann, wie und wo sein Bildnis verbreitet wird. Und für die Zwecke einer solchen, im Ergebnis ist es ja eine Nutzungsrechte-Einräumung, muss der Einwilligende genau wissen, was damit gemacht wird, also ob es auf Facebook gepostet wird, beispielsweise auch wenn er markiert wird und dann ein Like gibt, ist das eine Art Einwilligung. Aber wichtig für Fastnacht, der Einwilligende oder die Einwilligende muss sich noch im geschäftsfähigen Zustand, das heißt nicht in der Bewusstseinserweiterung befinden, wo er nicht mehr abschätzen kann, dass er eine bestimmte Einwilligung noch abgibt. Wenn ein solches Bild gemacht wird von jemandem, der nicht eingewilligt hat oder nicht mehr einwilligen konnte, dann sieht sich der Fotograf ganz erheblichen Ansprüchen ausgesetzt, nämlich Unterlassung, Auskunft, Schadensersatz und natürlich auch, weil das Persönlichkeitsrecht verletzt ist, Schmerzensgeldansprüche. Also aufmerken, jeder, der bei Karneval, bei Fastnacht Bilder postet, sollte sicher sein, dass die auf dem Bild Abgebildeten mit einem solchen Posting einverstanden sind. Denn es zeigt sich, dass vielleicht die ein oder andere Absage im Rahmen einer Bewerbung vielleicht auf solche Karnevalsbilder zurückzuführen ist. Ob das legal ist oder nicht, ist was anderes. Da gilt dann manchmal die normative Macht des Faktischen. Und wer sich schützen will, der macht das nicht rechtlich, sondern nimmt entsprechende Möglichkeiten an der Hand. In diesem Sinne, hello und alaaf. Selbstverständlich finden Sie auch weitere Informationen zum IT- und Internetrecht auf unserer Homepage unter www.rechtsanwalt.de.